In der Nacht zum Montag in Odessa, in der Südukraine. Hunderte Unterstützer der Übergangsregierung versammeln sich, um einen umkämpften Platz für sich zu reklamieren. Hier in der Nähe waren vor zwei Tagen mehr als 40 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Gegner der Übergangsregierung in Kiew. Die Demonstranten halten jetzt ukrainische Symbole hoch und verbrennen sowjetische. Auch Angehörige des rechten Sektors sollen mitwirken. Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine am Sonntag erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Schwerpunkt des Gespräches ist laut Bundesregierung die Vorbereitung des geplanten Besuches des Schweizer Bundespräsidenten und OSZE-Vorsitzenden Didier Burkhalter am Mittwoch in Moskau gewesen. Dabei solle unter anderem die Einrichtung runder Tische unter Schirmherrschaft der OSZE erörtert werden. Diese sollten vor den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine einen nationalen Dialog dort erleichtern. Die Regierung in Moskau erklärte, in dem Telefonat sei die Wichtigkeit eines effektiven internationalen Vorgehens zur Verringerung der Spannungen hervorgehoben worden. Zudem sei über russische Erdgaslieferungen und Transportwege auf Basis der Verhandlungen vom Freitag in Warschau gesprochen worden. Russland hatte dort der Ukraine eine Drosselung der Gaslieferungen schon im Juni angekündigt, sollte die ukrainische Übergangsregierung im Mai keine Vorauszahlungen leisten.